Heute habe ich Scherben mitgebracht. Das sind jetzt nicht Scherben, die eine aufmerksame Archäologin bei einer spektakulären Ausgrabung entdeckt hat. Diese Scherben werden nicht mit dem Pinsel vom Staub befreit, dass man so Zeichnungen und Strukturen erkennen kann. Sie kommen also nicht wieder mit anderen Scherben zusammen und werden wieder zu einem Krug zusammengefügt, um sie dann im Museum auszustellen. Diese Scherbe erzählt nichts von irgendeiner spannenden, geschichtsträchtigen Zeit und kommt, wie gesagt, nicht ins Museum. Sie stammt von einem hundsgewöhnlichen Teller. Und es ist einfach so passiert. Aus einer Ungeschicklichkeit. Also ein bisschen genervt bin ich vielleicht gewesen. Oder sogar wütig. Ja, ich glaube, es passt eher das. Jetzt ist er kaputt. Zum Glück war es nicht das teure Erbstück, weil dann wäre es richtig schlimm. Wenn viel Glas zu Bruch geht, weil viel nicht mehr so ist wie gerade noch, stehen wir manchmal wirklich vor einem Scherbenhaufen. Wenn einem alles über den Kopf wächst und sich so viel angestaut hat, kann wirklich mal etwas kaputt gehen. Dann haben wir einen Scherbenhaufen, auch im übertragenen Sinn. Jetzt, was machst du mit deinen Scherben, die so mal passieren? Du sie zusammenwischen und unter den Teppich kehren? Probier sie zusammenzukitten? Wirfst sie weg oder fährst sie vielleicht sogar ein bisschen an gern haben? Ungeschehen kann man es eh nicht machen. Es ist nicht mehr so wie vorher. Brüche passieren, Scherben kann es geben, Verletzungen sind da. Ein Teller aus zusammengeklebten Teilen, den kann man nicht mehr für alles brauchen. Und der gepflegte Krug, der rinnt wahrscheinlich. So stehen wir hier manchmal mit unseren verbrochenen Sachen, mit unserem Ungelösten, mit unserem auch Rätselhaften. Aber das ist nicht alles und das kommt nicht zuletzt. Der Blick ist nur vorläufig. Ich habe eine Idee. Probieren wir doch mit unseren Scherben mal etwas Neues wieder zusammenzufügen. Nehmen wir sie sorgfältig in die Hand, so, dass wir uns nicht nochmal daran verletzen. Und schauen wir mal, was es daraus gibt. Vielleicht gibt es ja eine Träne, eine Wolke, vielleicht sogar ein Herz. Und wirklich, es kann auch aus etwas Kaputtem wieder etwas Ganzes entstehen. Und das ist richtig cool und tut auch gut, weil wir können uns ein bisschen versöhnen mit dem, was war. Also, wenn du mal so vor einem Scherbenhaufen hockst, probier etwas Neues daraus zu machen. Und wenn du Lust hast, machst du ein Foto davon und schickst es uns. Wir sind gespannt auf deine Scherbenkreationen.